Wir haben hier einen jungen Patienten mit Heuschnupfen und er hat eine Sprachstörung, er stottert. Wir fragen ihn mal, welche Beschwerden der Heuschnupfen macht. Mhm. Dieser Heuschnupfen macht sehr schlimme Beschwerden. Und die Beschwerden, die haben, ja, die letzten beiden Maiwochen waren die sehr, sehr stark. Und ja, aus den Beschwerden, da ist ein sehr starkes Nasenjucken dabei, dann jucken die Augen halt sehr, sehr stark. Und ja, so es bildet sich immer sehr, sehr viel Schleim. Und wenn es sehr schlimm ist, dann juckt es auch im Rachenraum selbst drin. Ich mache mal eine Akupunktur, um das Stottern zu beeinflussen. Wir suchen Punkte und werden sie stechen. Wir eichen das Gerät und fahren dann mit leichtem Druck über das Areal, wo wir den Punkt suchen. Und Sie sagen mir, wo es empfindlich ist. Hier ist es sehr empfindlich. Das ist der Punkt Vegetativ 2. Wir suchen noch im Cavum Conche Inferior das Areal Herz. Ja, da ist er empfindlich. Gut. Die beiden Punkte stechen wir. Ja, wenn Sie uns vielleicht mal jetzt erzählen, wie das mit dem Heuschnupfen angefangen hat. Ich war 16 Jahre alt und ich war in Frankreich auf einer Wiese und schlagartig habe ich halt dort den Heuschnupfen halt gekriegt. Und das war eigentlich bis in dieses Jahr, war es jedes Jahr im Mai eigentlich nur sehr, sehr schwach. Und halt im Mai diesen Jahres war es halt sehr, sehr stark und ich war eigentlich sonst beschwerdefrei, ziemlich beschwerdefrei. Mit dem Sprechen klappt es besser, ne? Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, es läuft gerade besser. Wesentlich besser wie vorhin. Schön. Jetzt werden wir noch Nadeln setzen gegen den Heuschnupfen. Der Patient hat Augenjucken, Nasenjucken und im Rachen auch ein Jucken. Ja. Wir suchen den Punkt unter der Krempe auf. Sie sagen mir da, wo es empfindlich ist. Hier. Da genau, oder? Jetzt ist es am empfindlichsten. Den Punkt stechen wir. Verändert sich etwas an der Symptomatik oder ist es so geblieben, wie es vorher war? Ja, also diese Nasenatmung, die ist jetzt ein klein wenig leichter. Und sonst eigentlich, ja, sonst habe ich noch nichts festgestellt. Ich korrigiere den Punkt, ich ziehe die Nadel etwas zurück, mit einer anderen Stichrichtung wieder vor und frage den Patienten, ob sich was geändert hat. Tut sich was oder tut sich nichts? Diese Schwellung nimmt ab hier in den Augen. Das war heute früh wesentlich schlimmer, ja. Ich korrigiere die Nadel nochmal. Diesmal ziehe ich sie raus, eine ganz andere Stichrichtung. Jetzt juckt es in der Nase. Das ist komisch. Ist schlimmer geworden? Schlimmer nicht, das ist nur ein winziger Juckreiz jetzt. Und zwar nur in der Nase. Was machen die Augen? Wenn ich es richtig beobachte, dann schwillen die wieder an gerade. So leicht halt nur. Ja. Das kann durchaus passieren, dass durch eine Nadelkorrektur die Beschwerdesymptomatik wieder schlechter wird. Das heißt, wir gehen in die alte Position zurück.
Wie ist das jetzt? Dieses Jucken ist wieder weg in der Nase. Mhm. Und die Augen? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, schwillt es jetzt an, ja, da ist es jetzt weg. Das lässt sich schwer beschreiben gerade. Wir geben noch einen weiteren Punkt dazu. Jetzt suchen wir den ACTH-Punkt. Wir eichen das Gerät, fahren am Tragus entlang. Sie sagen, wo es empfindlich ist. Jetzt. Wie beurteilen Sie jetzt die Wirkung der Nadel? Tut sich was oder tut sich nichts? Beim Stich dieser Nadel, da war wieder ein leichter Juckreiz geschwind. Also das war wie so ein Ziehen von hier nach hier. Was machen die Augen jetzt? Die sind eigentlich beschwerdefrei. Und das Jucken im Rachen? Nichts. Das ist weg. Und die Nase, was macht die? Ist jetzt auch freier wie vorher. Ganz frei noch nicht? Nee, noch nicht 100% frei. Jetzt suchen wir einen Reaktionspunkt für die Nase. Sie sagen wieder, wo es empfindlich ist. Hier. Jetzt. Wir suchen einen weiteren Punkt, der genau gegenüber liegt, auf dem Tragus. Jetzt, genau, der. Welcher von den beiden Punkten ist empfindlicher, der erste oder der zweite? Der erste Punkt. Wir suchen noch einen dritten auf. Kann ich sehen. Hier ist empfindlicher. Ist der empfindlicher als die anderen? Nee. Der erste war der empfindlichste. Der erste war der empfindlichste. Den stechen wir. Nochmal genau lokalisieren. Hier, genau da. Der, ja. Gut. Verändert sich die Symptomatik oder bleibt sie so? Jetzt fühlt es sich an, wie wenn es sehr, sehr frei wäre, ja. Sie können frei durch die Nase schnaufen. Mhm. Dann belassen wir es dabei.